Hallo und schönen guten Morgen miteinander. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich dachte, ich mache endlich wieder mal ein Full Day of Eating für euch. Und ich bin gerade mitten in der Reset-Kur rein. Also mitten ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd gesagt, weil ich bin an Tag 4 von der Reset-Kur. Für alle, die nicht wissen, was es ist, geht mal bei mir auf die Webseite goldenbody.ch. Dort ist alles dazu drin. Im Online-Shop gesehen, so eine Beschreibung. Jedenfalls mache ich jetzt gerade Porridge. Ich habe für das 50 Gramm Haferflocken und tue jetzt hier noch einen Schuss Wasser rein. Muss ich mal ehrlich gesagt sagen, am besten wird es eigentlich meistens, wenn man den Porridge oder die Haferflocken schon einweichen am Vorabend. Aber nicht dran denken. Genau, das ist Schritt 1, dann eben weg der Reset-Kur. Es ist eigentlich wie so ein bisschen Darm-Immunsystem- und Stoffwechsel-Kur. Habe ich jetzt hier noch Quellstoff. Auch die findet ihr bei uns im Shop. Da nehme ich einen guten Esslöffel, tue das dazu. Und meistens braucht es eben noch ein bisschen mehr Wasser, weil die Quellstoff quallen einfach. Ich muss meistens sehr hoch erhitzen, wie man es kennt von mir. Und nachher ein bisschen abstellen, dass das jetzt ein bisschen vor sich anköcheln kann. Dann haben wir den Reset Tee. Auch den in unserem Online-Shop. Hier dafür einen Esslöffel oder zwei Teelöffel in einen Liter Wasser, also heißes Wasser. Und dort trinkt man auch am besten warm bis heiß. Nur schon, also es macht bedeutend mehr Sinn, dass man warm trinkt. Aber auch wenn er einmal abgekühlt ist, ich weiß auch nicht. Also ich habe nicht gerne kalt. Und ist auch nicht so der Sinn dahinter, den kalt zu trinken. Hier schon heiß Wasser aufgekocht. Ich habe so eine super Flasche, die genau 1 Liter ist. Das heisst, ich kann immer die mitnehmen. Dann haben wir jetzt hier die Haferflocken und Quellstoff. Das heisst, wir haben eigentlich erst Kohlenhydrat und Fett. Und darum, eigentlich habt ihr sicher schon mitbekommen, von meiner neuen Erfindung, Erkenntnis mit dem Chiefs-Pudding. Und zwar der hier. Also ich muss zwar sagen, ich habe es mit Karamell auch schon probiert und es ist auch mega, mega, mega fein. Ich weiss nicht, wie es ist mit dem Schoki-Pudding. Ich habe auch nicht so gerne Schoki-Joghurt. Darum, ja. Ich zeige es jetzt einfach mal, wie ich es mache. Jedenfalls, sobald der Porridge eigentlich so ein bisschen so ist, so ein bisschen bumpig, tue ich den hier rein. Ich tue ihn auch nicht gross abkühlen lassen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schritt 1. Jetzt ist aber wichtig, ziemlich schnell mache ich hier ein paar Zwetschgen. Was viele nicht wissen, oder ich mir so ein bisschen Angst auch davor haben, sind Tiefkühlsachen zu benutzen. Ich sehe das immer wieder in der Einkaufsberatung. Und das ist so schade, weil Tiefkühlfrüchte wie auch Gemüse werden eigentlich direkt nach der Ernte schockgefrostet. Und durch das haben sie mega viele Vitamine. Also es ist rausgekommen, ich habe letztens ein Buch gelesen und dort drin ist gestanden, dass wenn Gemüse und Früchte nicht artgerecht gelagert werden, also falsche Temperaturverhältnisse, falsche Lichtverhältnisse, können sie bis zu 80% von ihren Vitaminen verlieren. Stellt euch das mal vor, das ist mega viel. Und darum, ich glaube, wir könnten noch so
gesund einkaufen und uns ernähren und so und trotzdem halt Mangel haben. Und was ich eigentlich so ein bisschen dagegen mache, ist möglichst regional kaufen. Das heisst, möglichst wenig Wegzeit. Dass es nicht schon 2 Wochen unterwegs war, bis es hier bei uns ist. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich will. Für mich und meinen Körper beachten. Regional und saisonal. So, ich habe noch ein bisschen Zimt drin. Das köchelt jetzt ein bisschen vor sich an. Und jetzt kommt eben der Clou. Also, wir haben hier den Porridge und wir haben hier den Chiefs Pudding. Und ich tue jetzt hier einfach den ganzen rein. So. Und jetzt rühren wir das unter. Am Anfang immer ein bisschen schauen, dass es nicht überall landet. Ich habe ein bisschen zu viel Wasser in meine Zwetschgen hier. Darum lasse ich jetzt das ein bisschen verdampfen. So. Und ich sehe, es gibt mega viel Volumen. Also für alle, die am Morgen nicht so viel essen mögen, vielleicht nicht so optimal. Oder dann macht gleich die Portion, teilt es durch 2 Teile. Und dass ihr aber gleich genug Kalorien habt, würde ich vielleicht noch ein bisschen Nüsse oder Nussmus oder so dazugeben, wenn ihr nur die Hälfte von dem würdet essen. So, also, es sieht jetzt so aus. Sieht man das ein bisschen? Also, es ist so mega. Ich sehe es. Oh mein Gott, es ist so gut. Es schmeckt brillant. Haben wir haben noch die Zwetschgen mit dem Söseli. Auch das. Das ist ein Festessen am Morgen. Und es geht wirklich nicht an. Also schaut, ich bin immer, wenn ich mir die Zeit nehme, dann könnt ihr euch die Zeit auch nehmen, weil ich bin so nicht jemand, der viel Zeit in der Küche verbringt. Übrigens, ein weiterer Tipp. Ich habe hier innen Zitronengras. Das kommt im Fall einfach in den Mikro über. Sieht so aus. Und ich tue das allerdings einfach verbrechen. Also so ein mehrmals. Oder mit einem hinteren Teil von einem Besteck so ein draufschlagen. Und nachher mit heißem Wasser aufgüssen. Und es gibt so einen feinen Tee. Also ich will eigentlich gar nichts mehr dazugeben. Das ist einfach so. Den gibt es auch noch. Übrigens, es sieht jetzt gerade aus, als würde ich mega viel trinken, gell? Und es ist ja so. Ich glaube, ich trinke sicher. Ich glaube, ich trinke schon 3 Liter am Tag. Weil wir haben bei uns im Golden House einen Sprudel. Wassersprudel-Dingsbums, Wasserhahn. Und ich liebe Sprudelwasser und ich könnte so viel trinken dort. Also, Zwetschgen, das ist jetzt nicht so spektakulär. Sind einfach aufgekocht mit Zimt und die kommen jetzt hier drüber. Wow! Das ist schon eine grosse Portion. Aber, das wollen wir ja auch. Das ist übrigens etwas echt krass mit diesen Quellstoff. Ich habe es bei Instagram schon so ein bisschen erwähnt. Ich bin so ein Vielfraß. Also die mich kennen, wissen, ich kann so viel essen. Und seit ich mit der Reset-Kur angefangen habe, und vor allem eben auch mit diesen Quellstoffen, ich bin so satt. Ich kann keine Zwischenmahlzeiten mehr essen. Und eigentlich ist das ein Teil der Reset-Kur, dass Zwischenmahlzeiten dann einmal noch wegkommen, um am Darm ein bisschen Zeit zu lassen. Aber ich kann es jetzt schon nehmen. Ich bin so papp. Satt, nachdem ich am Morgen die Quellstoff gegessen habe, dass es ja, eigentlich fast für den ganzen Tag langt. Also es ist, ich esse natürlich gleich zu Mittag und zu Nacht, aber es ist einfach echt krass, wie der Kohldampf voll weg ist, von Tag 1. Also ja, echt erstaunlich. So, ich esse jetzt zum Morgen. So, Donnerstagmorgen ist, wenn es gut klappt, immer mein Admin-Morgen. Und da kommen aber auch Termine rein, die ich sonst nicht wahrnehmen kann. Und das ist unter anderem ein Physiotherapie-Termin,
die ich jetzt gerade wahrnehme. Und darum bin ich hier in meinen Badlatschen und gehe dry-needlen. Ich kann mich unter dry-needling vorstellen. Es geht eigentlich mit einer Nadel. Da sehen wir es relativ gut, wo da eingestochen worden ist. Wie Akupunktur. Und nachher wird der Muskel gelöst. Und ich habe mega Mühe mit dem Unterarm. Darum haben wir das jetzt heute unter anderem angeschaut. Jetzt gehe ich auf dem Heimweg von der Physio. Und ich komme immer hier bei einem Bier vorbei. Dabei kann ich es noch wieder frischen. Eine frische Früchte. So gut. Und man kann mit Twin zahlen bei ihm. So, wie gesagt, dadurch, dass es heute mein freier Morgen ist, oder Admin Morgen, habe ich ein bisschen Zeit, um mich in der Küche zu betätigen. Und ich bin das Wochenende nicht zuhause. Und darum habe ich gedacht, ich probiere möglichst viel noch zu verarbeiten, dass wir ja nichts fortrühren müssen. Und darum mache ich jetzt hier noch schnell eine Weihe. Ich habe einen gekauften Teig, das ist von der Migros, der Jute-Teig, ist hellblau eingepackt. Ich habe ihn ein bisschen eingestochen, tue jetzt hier ein paar Haselnüsse drauf verteilen. Und dann habe ich hier diverse Früchte, die nicht mehr die schönsten sind, die man verarbeiten muss. Und meine Idee jetzt gerade ist, die zu raffeln. Mal schauen, wie gut das funktioniert. Ich habe nämlich eine neue Maschine. Also ich muss sagen, ich habe sie noch ein zweites Mal gekauft, weil ich sie so genial finde. Die erste ist im Golden House unten. Und die neue ist jetzt hier bei mir. Soll ich schieben oder raffeln? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich raffle. Ich weiss nicht, ob man Aprikosen raffeln kann. Und ich weiss auch nicht, ob ihr es wisst. Aber nach dem Video werdet ihr es wissen. Also ich habe hier ein paar Aprikosen, noch einen Apfel aus dem Garten. Dann sicher noch ein paar Äpfel von da und mal schauen, vielleicht noch mehr Zwetschgen. Muss mal schauen, was es alles braucht. Okay, ich glaube, das ist nicht so gut gegangen. Also Leute, mein ernsthaftes Problem, weil diese Dinger sind viel zu klein und das ist jetzt einfach nur ein Muss, das geht nicht. Also ich habe jetzt das mal da drauf gerührt, aber ich nehme es jetzt weg. Folgendermassen, ich sehe, das wird jetzt einfach irgendein Kompott, aber es kommt ganz sicher nicht auf die Weihe. Ich nehme jetzt gerade mal 3 Äpfel. Ich habe schon gleich meine Äpfel aufgebraucht, das war eigentlich voll nicht der Plan. Und ich glaube, ich schieble die jetzt. Und es lässt mir jetzt einfach den Stolz nicht zu, dass ich die Maschine nicht brauchen kann dafür. Ich muss eben sagen, ich habe ja mal so eine Maschine geschenkt bekommen und war so begeistert und habe jetzt nochmal eine nachbestellt. Und das Ding ist aber, dass jetzt ist ein neueres Modell und das neuere Modell haut mich nicht vom Fleck. Mega traurig, aber wahr. Naja, da muss ich jetzt durch, weil der Unterschied ist einfach, dass vorher hat viel mehr Einsätze gehabt. Also man konnte viel mehr verschiedene so Raffelarten auswählen. Und jetzt hat es nur noch Scheiben oder Raffeln. Hausfrauenproblem, nicht? Also ich tue jetzt die Stückchen und in dieser Maschine Scheiben. So, also, ich habe jetzt 4 Äpfel insgesamt geraffelt, geschiebelt, wie auch immer, dass man das nennen will. Ich hatte nie eine Weihe mit geschiebelten Äpfeln. Ja, es ist jetzt einfach, wie es ist. So. Ich hoffe. Ich muss mir überlegen. Geraffelt kann man kaufen. In Stückchen kann man kaufen. Aber ich glaube nicht in Scheiben. Oder schon? Gibt es das auch? Ja, ist egal. Bei mir gibt es sie jetzt auf jeden Fall. So, ich glaube 4 sind recht eine gute Menge. Und jetzt eigentlich, ihr kennt mich, ich bin ja die einfachste Person. Aber
Eigentlich kommen jetzt hier einfach zwei Chiefs Pudding drauf, aber ich habe keine mehr, weil ich alle für mein Porridge verwendet habe. Und darum bin ich jetzt eben ein bisschen aufgeschmissen und mache das mit Eier. Ich glaube, ich nehme 4 und einen Schuss. Ich habe gar keine normale Milch, darum jetzt wahrscheinlich Hafermilch. Was brauchen wir da? Einen Shaker. Lange der? Mal, der muss auch kommen. Also, 4 Eier. Ich kann auch 5 nehmen, aber ich muss sagen, die Äpfel haben jetzt eben schon recht viel Volumen. Darum glaube ich, lange 4. Und ich benutze natürlich immer das ganze Ei. Und dann kommt da einfach ein Schuss Hafermilch dran. So, naja. Dann müssen wir das jetzt noch etwas süßen. Auch da haben wir ein kleines Problem. Weil mein Chunky Flavor ist nicht rum. Also ich muss sagen, ich habe nur Himbeer da und das passt jetzt weiss Gott nicht. Was machen wir? Ich glaube, wir nehmen Birkenzucker. Ja, ja. Von dem ein bisschen rein. Sieht so aus. Wird übrigens auch Xylit genannt. Hat 40% weniger Zucker als normaler Zucker. So. Ich weiß auch nicht. 2 Esslöffel. 2 Küfte. So. Und dann kommt ja sicher noch Zimt da rein. Wäre ja wirr, wenn nicht. Und ich habe das Gefühl, inzwischen ist der Guss doch recht viel. Recht voluminös. Vanille hätte man noch reingeben. So. Jetzt, wie vorher gesagt, ich bin über Dry Needle. Denn ich kann fast mein Handgelenk nicht mehr bewegen. Es fühlt sich so schwach an. Aber es muss so sein. Das ist schon gut. So, jetzt kommt es hier drüber. Ich habe natürlich meinen Ofen schon vorgeheizt auf 200 Grad. Und das kommt jetzt für ein bisschen mehr als eine halbe Stunde in den Ofen. Sieht gut aus. So. Und dann haben wir eine perfekte Mahlzeit. Ich habe das Gefühl, ich habe mich schon etwa 5-mal gesehen, wie ich koche. Sorry für das, aber es ist, wie es ist. Also. Geht in den Ofen. So, ich habe mich gerade entschieden, ich mache aus all dem Gemüse noch schnell eine Fajita-Mischung. Ich habe hier noch ein paar Sachen aus dem Garten, ein paar Rüebli, noch ein bisschen Basilikum, alles auch wieder. Ich tue es in den Schneider. Und ich habe hier noch so eine Fajita-Sauce. Die brauche ich gerade auch noch auf. Die tue ich nachher hier noch den frischen Basilikum drin und jetzt noch ein bisschen Gewürz dran. Das ist irgend so ein marokkanisches Gewürz, das haben wir von Marrakesch heimgenommen. Pfefferbouillon und Rauchpaprika. Wow! Die sieht doch super aus. Abgesehen von diesem Stückchen hier. Sieht sie eigentlich gut aus? Ich habe jetzt gerade entschieden, ich gebe noch so ein Päckchen Quinoa-Bulgur rein, weil es ist ja relativ flüssig geworden und das saugt super auf. So, ich habe jetzt hier meinen Wrap gefüllt. Ich muss ja auch sagen, ich bin immer zu faul, um die Tortilla warm zu machen. Darum der ist jetzt einfach so, wie er ist. Ich tue jetzt hier noch etwa einen halben Hüttenkäse drüber. Einfach, weil wir noch eine Proteinquelle brauchen, nicht wahr? Gerade als Veggie, sehr wichtig. Dann Ketchup, darf nie fehlen. Und jetzt esse ich den tatsächlich so mit Messer und Gabel. Und
Kommt noch etwas dazu? So, es ist jetzt 10:05 und ich muss nachher noch Training geben. Ich nehme jetzt noch schnell so einen Riegel, einen Proteinriegel. Und ich nehme nachher sicher auch noch, gerade, weil mich das so anlacht, so ein isotonisches Getränk zum Training. Und dann gibt es nachher die Nacht. So, Freunde der Sonne. Ich habe das Fläschchen tatsächlich noch geleert. Ich habe aber nicht trainiert. Naja, es war fein. Und es ist schon dunkel draußen, kohlrabenschwarz. Und ich mache mich jetzt auf den Heimweg mit dem Velo. Und dann gibt es die Nacht. So, jetzt heisst es noch das Nachtessen. Oh. Es gibt Wehen. Oh Mann. Mal schauen. Vielleicht noch das. So, ich habe mich jetzt entschieden. Ich nehme hier noch so einen halben Becher Naturjoghurt. Weil wir haben ein neues Chunky Flavor. Das sollte man nicht machen, gell? Ich habe mir das schon mal gesagt. Ich soll mein Zeug nicht abschlecken. Aber, das ist mein Zeug. Das ist eh niemand anders mit euch. Darum. Blasius. Und zwar haben wir ja bei uns die Chunky Flavor im Shop. Das sind Bröbli, also die kleinen. Und sind ja völlig zuckerfrei. Und das Happy Candy Pop habe ich eben noch nie probiert. Und es steht Chunky Flavor mit echten Stücken und Knistereffekt. Und ich sage euch, ich wollte das ausprobieren. Man muss immer noch ganz wenig nehmen. Ja, es schmeckt schon nach Zeltli. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen im Müsli. Also, es wird ganz pink. Sieht man das? Ja, und es hat glaube ich, schon so Knister drin. Sollen wir es mal mit euch probieren? Ich weiss auch nicht, aber irgendwie so ein Müsli, nachher so Zeltli-Geschmack, kann ich mir... Gehört ihr das? Ah! Ah! Ich check's. Ja. Es ist wie so früher in diesen... Dings. In diesen Joghurt mit der Ecke. Ich muss sagen, es schmeckt bis jetzt finde ich fast mega ähnlich wie Zitronen-Cheesecake. Es hat nicht so etwas Zeltliches. Aber ich nehme jetzt extra noch ein bisschen mehr, dass ich es richtig beurteilen kann. So lustig. Ja. Also so finde ich es sogar noch mega fein. Ich glaube, ich würde es nicht... Ja, zwar könnte ich es auch nicht sagen. Ich habe es wirklich noch gern. Es ist wie einfach süßlich, aber es ist nicht so künstlich. Und ich habe es gerade überlegt, ob ich würde sagen, ich würde es so im Joghurt nehmen, aber nicht im Müsli. Aber ich würde es sogar im Müsli nehmen. Hätte ich nicht gedacht. Also, Happy Candy Pop, muss ich sagen, ist fein. Also, hey, komm, ich verabschiede mich von diesem Video. Und wir hören uns hoffentlich gleich. Ciao!